hi Leute und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Und in diesem Video geht es um Cevapcici. Ja, die Grillsaison hat schon begonnen und ich habe mir gedacht, ich mache ein Cevapcici-Video, weil die Cevapcici richtig beliebt sind, auch auf dem Grill. Man kann sie auch natürlich in der Pfanne machen, also Cevapcici geht immer. Ja, es gibt verschiedene Arten, wie man Cevapcici machen kann. Einmal mit Natron, einmal ohne Natron, einmal Knoblauch kochen oder einfach so dazugeben. Wie ich die Cevapcici mache, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Für die Cevapcici brauchen wir 1 Kilogramm faschiertes bzw. gehacktes. Ich habe jetzt genommen 60% Schweinefleisch, 40% Rindfleisch. Aus dem Grund, weil Schweinefleisch mehr Fett enthält und die Cevapcici dann saftiger sind und nicht so trocken. 1/2 Teelöffel Natron, 3 Knoblauchzehen, 3 Zwiebel, 2 Teelöffel Paprikapulver edelsüß, 2 Teelöffel Salz und 1 Teelöffel Pfeffer gemahlen. Als erstes schälen wir die Zwiebel und schneiden sie in feine Würfel. Jetzt den geschnittenen Zwiebel in die Schüssel geben. Jetzt den Knoblauch schälen und durch eine Presse pressen. Nun das faschierte Fleisch zum Zwiebel und zum Knoblauch dazugeben. Geben wir das Salz, den Pfeffer, das Paprikapulver und das Natron zum Fleisch dazu. Das Ganze kneten wir jetzt für 10 Minuten. Eine Ewigkeit später. So soll die Masse dann fertig ausschauen. Formen wir Cevapcici draus. Die Cevapcici können ruhig 50 Gramm pro Stück haben. Ja, nebenbei zu den Cevapcici koche ich Kartoffeln dazu. Ich habe ja die Knoblauchsoße gemacht und die Kartoffeln und die Cevapcici. Jetzt warten wir, bis die Pfanne heiß ist. Dann geben wir noch Öl dazu, lassen das auch heiß werden und dann braten wir die Cevapcici raus. Schauen, ob die Pfanne schon heiß ist oder beziehungsweise das Öl. Wenn ihr nicht reingreifen wollt, gebt einfach ein Fleischstück rein und es brutzelt. Dann wissen wir, dass die Pfanne schon heiß ist. Den Herd nicht zu heiß einschalten, sonst kann es passieren, dass sie zwar braun werden, aber innen drin noch rot sind. Jetzt noch anrichten. Ja Leute, das waren die Cevapcici, einfach ganz einfach zu machen und ihr braucht keine fertigen kaufen, die sind so schnell selber gemacht. Und wenn euch das Video gefällt, gebt so einen Daumen nach oben, wenn euch der ganze Kanal gefällt, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, falls das nächste Video hochkommt. Und für die Knoblauchsoße verlinke ich euch da oben. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Video, ciao!